Leute, was geht? Willkommen zurück zu Fall Guys. Und ich will unbedingt die Map von Reapers ausprobieren. 3800 Mal gespielt. Ich hab Bock. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung war. Springen. Wie war der Jump? So, okay. Mehr gibt's da nicht, ne? Mehr gibt's da nicht. Springen und Jumpen. Ey, wie kann man zurücksetzen? Okay, macht er automatisch. Kann man auch schneller zurücksetzen mit einem Knopf oder so? Ist erstmal viel Learning, also ist immer so. Du kannst nicht einfach direkt durch und alles direkt machen. Du musst immer erstmal lernen. Wie machst du es dann? Weil den Part hier werde ich auch noch oft machen. Deswegen muss ich hier erstmal lernen, was ist hier das Beste. Deswegen ist hier erstmal Lernen angesagt. So, den Sprung auch einmal lernen. Einmal schön außen dann wahrscheinlich, ne? Was muss ich denn jetzt machen? Geht das nicht nochmal? Muss man irgendwie da raus und rein? Kann man nicht neu starten einfach? Muss man das immer wieder abwarten? Muss man das immer wieder machen? Brutal. Ich warte doch jetzt hier nicht immer mit Verbindung mit Server. Das muss doch schneller gehen. Da muss doch sowas wie einen Neustartknopf geben. Das dauert ja viel zu lang. Ich kann doch nicht alle 5 Minuten da wieder laden. Wieso? Da sind schon wieder nur noch 20 Sekunden auf der Uhr. Das ist doch kacke mit dem wieder neu laden. Springt man da oder läuft man einfach? Und das hier habe ich auch noch nicht 100% raus. Brutal, wie mache ich mich denn? Schlechter oder besser, als du gedacht hast? Der Hammer ist halt jetzt das Problem zum Lernen. Okay. So. Wie geht das? Hä, wie geht das? Ich komme ja gar nicht mal ansatzweise hoch genug. Aber zweiten Teil geschafft, ich hab's jetzt. Ich weiß ganz genau, wann ich sprengen muss. Weiter checkpoint. Wie soll das gehen? Hä? Wie geht das? Das verstehe ich nicht. Und ich kann noch nicht hochgucken. Ist noch irgendwo anders was? Hä? Wie soll das gehen? Ausprobieren? Das geht nicht. Vielleicht springe ich nicht. Vielleicht laufe ich auch wieder nur. Ah ja, man läuft wieder nur. Man läuft wieder nur, alles klar. Muss ich mich kicken lassen? Muss man sich da kicken lassen? Ich hab's mir schon gedacht, da ich zu wenig Momentum habe, aber es wäre first bis zum dritten, bis zum zweiten Checkpoint. Das hätte ich aber auch anders gefühlt, ja. Dieser scheiß Baumstamm, was hängt der da die ganze Zeit rum?
Oh Mann! Na Mann, falsch getimed. Scheiße. Ja. So. Jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit zum Üben. Was war das denn? So. Ach Mann, ey. Muss ich irgendwas mit dem Hammer machen? Was war das denn? Irgendwas mit dem Hammer? Wetten nicht? Nee, einfach so. Okay, das... Okay, jetzt mir fehlt die Zeit am Ende zum Üben, Mann. Am Ende habe ich immer weniger Zeit zu üben. Am Anfang hatte ich viel Zeit zum Üben, weißt du? Jetzt hast du hier noch eine Minute, um zum Üben. Das wird das Problem am Ende. What? Was ist das denn für ein Sprung? Der RNG-Part ist wirklich der brutalste. Weil da kannst du so viel üben und lernen, wie du willst. Wird nix. Ach, come on. Oh, 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 das war gut. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. So, jetzt habe ich wieder viel Zeit zum Üben. Hä, den Sprung kann man gar nicht schaffen. Gibt's da einen Trick? Springen? Hä? So hoch komme ich nicht. Hä, das kann nicht sein. Da muss es einen Trick geben. Das geht nicht. Das geht rein spielerisch nicht. So hoch komme ich nicht. Nee, das geht nicht. Den Sprung schafft man nicht. Das ist zu hoch. Oder zu weit weg. Das geht nicht. Das kann man nicht schaffen. Das geht nicht. Das ist zu hoch. Das geht nicht. Komm, brutal, sag's mir. Scheiß mal auf die Wette und so. Ich will wissen, wie man da hochkommt. Das geht nicht. Anlaufsprung hechten. Das geht nicht. Ich kann es nur mit Anlauf versuchen. Das habe ich ja bisher nicht. Aber... Oh! Na, fuck, ey. Boah, direkt durch? Sliden ist auch eine Idee. Boah, das war... Okay, der Baumstamm ist MVP gewesen gerade. Hast du den Baumstamm gesehen? Wie der mich gesaved hat? Naja, du hast mit Anlaufen höheren Sprung, das hatte ich vergessen. Das sind halt diese Basic Fall Guys Mechanics, die ich halt gar nicht mehr kenne. Aber ich habe mir die ganzen Patterns hier gemerkt. Ich weiß jetzt, wann ich wo irgendwie springen muss. Baumstamm auf sie. Ja, ey, der Baumstamm, der hat mich voll gerettet. Der hat mir richtig schön so eine Bande gemacht. Ja, RNG, wenn ich das... Das ist halt... Das musst du einmal schaffen. Wenn du das geschafft hast, dann kannst du wieder lernen und üben. Dann geht es wieder um Skills. Aber das hier ist halt einfach nur dumm. Ich bin ja froh, dass das hier nicht am Ende ist. War es aber gut schnell. Ja, das RNG hat mich halt gebrochen. Also, falls da irgendwie einen Trick gibt oder so...
dann habe ich den nicht gecheckt. Also, das RNG-Ding, das hat mir am meisten Zeit gekostet am Ende. Wenn ich hier öfter mal früher durchgekommen wäre, dann hätte ich auch mehr Zeit gehabt zum Üben, weißt du? Das ist das Problem. Das RNG-Ding macht mir echt keinen Spaß. Ich finde alles richtig geil, das RNG-Ding macht mir null Spaß. Alles andere ist mir egal. Das RNG-Ding macht mich richtig sauer. Hab keinen Bock mehr auf den RNG-Scheiß. Gibt's da keinen Trick, brutal? Es ist echt einfach nur Lucky sein durch... Was ist? Guck mal! Das kann doch nicht nur Luck sein, dass man da durchkommt. Jetzt muss ich einfach alles geben, da ich es hier schaffe. Mann! Das ist so ein Scheißsprung, Mann. Ey, Mann, wenn ich danach, dann könnte ich üben, Mann. Das danach ist so easy. Das danach ist echt so scheiße. Dieses RNG-Ding kostet mich viel zu viel Zeit. Vor dem RNG-Teil und danach habe ich richtig Spaß. Das hier macht mich so sauer. Wirklich, der macht mich so maximal sauer hier. Mann, ey, das mit, oh, das ist so abfuck, wirklich. Sekunden noch, ich kann wieder nicht üben, Mann. Das schaffe ich ganz am Ende hier lang, das ist doch zum Kotzen. Yay, zurück in RNG-ville. Endlich bin ich wieder hier. Mal gucken, was das RNG heute mit mir macht. Baumstamm in die Fresse, würde ich wahrscheinlich sagen. Baumstamm in die Fresse, yay. Also, was muss man eigentlich für ein Sack sein, um es nett zu formulieren, so eine Stelle in seinen verkackten Scheiß-Run zu machen? Willst du einen Challenge-Run machen oder machst du da einfach eine RNG-Stelle rein? Also, dafür musst du echt... Wäre das nicht drin, sage ich, hätte ich schon vor einer Stunde geschafft. Diese, also, ich bin jetzt bestimmt schon dreimal nicht über die RNG-Scheiße oder viermal nicht drüber hinweggekommen. Das mit dieser Zeit ist auch so ultra nervig. Mir fehlt die Konzentration jetzt. Das macht dann auch keinen Sinn. Ich mache dann morgen einen zweiten Part, wie ich es schaffe.